Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. In einer weiteren Runde Penumbra. Twilight of the Archaic. Hatten wir schon gespeichert? Ich bin mir gar nicht so sicher. Eigentlich hatten wir schon, aber ihr wisst, wenn da ein Speicherpunkt ist, dann drücken wir da so oft drauf, bis er abgenutzt ist. Okay. An der anderen Seite blockiert. Okay, dann kann ich da hoch. Wartet mal. Wir uns erstmal hier ein kleines Ring ins Feld bauen. Kurz vorm Zusammenbruch. Ich muss ihn versuchen zu zerbrechen. Mit dem anderen Fass vielleicht. Da haben wir hier hinten noch. Kann man die Dinger hier vielleicht eher nehmen. Das ist nicht hart genug, kann das sein? Vielleicht so ein Ding hier? Das war passend. So. Okay. Oh. Dieser Mann fand eine gute Zuflucht. Leider konnte er nicht mal hier dem Tod entrinnen. Okay. Das ist die Blockade. Ein paar CDs. Also wenn man ihn hier drin getötet hat, ne? Die rote Karte, die wir brauchen. Schnell nochmal speichern. Bleibt der jetzt da drin? Ich überlege gerade, ob wir dort reingehen sollten. Ich würde sagen, wir bringen erstmal die rote Karte. Die Tatsache, dass Wilmer ein gewöhnlicher Computer war, gab mir zu denken. Jetzt, da ich weiß, dass mein einziger Gefährte nur aus Kabeln und Festplatten besteht, kann ich doch nur die Hoffnung aufgeben, jemals wieder einen richtigen Menschen zu treffen. Ich bin so alleine. Wir können ja dann, wenn das gespeichert ist, erstmal dann wiederkommen und dann gucken, ob wir auf der anderen Seite uns da reintrauen. Voll das Riesenkabel. War es erst schon hier? Okay. Wo muss er rein? Da. Okay. So ist besser. Okay, hier sind ein paar Infos für dich. Hier in der Nähe sollte es ein Kommunikationszentrum geben. Vielleicht kannst du von dort aus weitere Überlebende erreichen oder vielleicht sogar die Personen, die mich hier zurückgelassen haben. Obwohl letzteres eher nicht eintreffen wird. Okay, lass uns keine Zeit verschwenden. Bring mir noch einen Teil und ich kann unter maximaler Leistung arbeiten. Noch ein Teil? Habe ich das schon aufgemacht, oder? Also hätten wir doch auf die andere Seite gehen können. Liegt mir plötzlich die Latte. Okay, der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr rechts. Sondern der kommt jetzt wahrscheinlich eher von links, oder?
Ja, da leuchtet irgendwas rot drinne. Jetzt hier links drin? Okay, da ist nix. Hier auch nicht. So ein Bomben-Dingsbums. Kann man es dieses Mal entdingsen? Nee, kann man nicht. Okay. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich glaube, ich habe einen Überlebenden gefunden. Weiblich. Im Nachforschungsgebäude 2. Du kannst es vom Kommunikationszentrum aus erreichen. Hier so ein bisschen gefühlt, also nach Emotionen klingt, ne? Obwohl er doch gar keine Emotionen hat, in irgendeiner Weise. Raus mit uns. Also nicht, dass ich jetzt erwartet hätte, dass er sagt, ich habe gute Nachrichten für dich. Sondern... Was war laut? War das erst... Okay. Jemand die Tür zerdroschen. Eine Säge. Oh, noch eine Spritze. Dieses Funkgerät hat einen speziellen Anschluss, der die Stimme verändert. Okay. Also war Wilma doch ein Mensch? Und kein Computer? Warte mal. Erstmal schnell speichern. Jemand ist in der Nähe, aber es ist nur ein Gefühl. Ich hatte noch nie so ein starkes Gefühl von Einsamkeit. Es ist schwer, sich zu konzentrieren. Okay, der hat die Kassetten aufgenommen. Es tut mir leid. Ich kann nicht länger widerstehen. Okay. Die kann ich gar nicht nehmen. Ich hab gedacht, die kann ich austauschen und alle abhören. Sag mal, was ist los? Was nu? Ah ja. Okay. Wäre krass, wenn beim dritten Mal aufmachen plötzlich was drin wäre. Habe ich das jetzt umsonst reingesteckt und geholt? Also. Ja, habe ich, weil Wilma ist ja gar nicht mehr da. Okay, aber wo ist der Typ, der jetzt hier drin ist? Also gewesen ist vorher? Oh, wow. Was ist das denn? Hoffen wir mal, dass er uns nicht sieht, wenn er zurückkommt. Ist das seine Zunge? Kommt er schon? Ne? Okay, was muss man hier tun? Wir müssen aufpassen auf jeden Fall, wenn er zurückkommt. Das ist ein Brett. Ist er noch? Bei irgendeinem Penumbra-Teil war ich viel zu blöd, das mit der Säge und dem Brett hinzukriegen.
Und er versucht es aufzusprengen und alles Mögliche zu machen. Er passt dann niemals durch. Und wir können ihn ja nochmal angucken, wenn er jetzt hier reinkommt. Kommt er überhaupt nochmal, wenn wir das jetzt hier gerade geschafft haben? Ich höre ihn zumindest nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob er einfach unfassbar langsam ist. Wahrscheinlich kommt er nicht mehr. Au. Den Raum kennen wir auch noch. Der war unter Wasser. Ist da noch in die Stromleitung hing drin und da musste ich eigentlich über die Möbel springen. Gegrunzt, geatmet? Ganz eigenartiges Ding. So, speichern wir mal kurz, weil wir die Möglichkeit haben. Oh. Jetzt ist ja auch Wasser drin, aber Gott sei Dank reicht es nicht bis zu der Stromleitung. Okay. Na dann, weiter mit uns. Nix dahinter. Ein Brecheisen? Hammer. Wahrscheinlich nur, dass sie es zugenagelt haben als Symbolik. Ich hab grad gehofft, dass man es damit vielleicht aufbrechen kann oder so, aber ich glaub, das geht zu weit. Okay. Und dann weiter im Text. Durch die nächste Tür. Wilmer ist einer von ihnen. Wieso sollte er mich anlügen? Wieso half er mir? Vielleicht war er früher mal ein guter Mensch. Er war ja vorher nicht einer von ihnen. Er war ja anscheinend gerade noch ein Mensch. Na, und dann ist er mutiert oder so, keine Ahnung. Ich kann kaum noch stehen, aber im Moment bin ich relativ sicher. Jetzt, da ich weiß, dass es noch andere Überlebende in der Station gibt, hoffe ich, dass ich so schnell wie möglich diese Frau finde, bevor sie sich auch in ein Monster verwandelt. Ist das vielleicht Amabel? Kann ich weiter nach hier hinten gehen? Hä? Ganz komisch. Gehen wir hier lang weiter. Und das dort unten her? Okay, entweder kommt man dann gar nicht rein. Oder warte mal, kann ich durch die Tür Kiste schieben? Ne, es geht nicht. Okay.
Ein bisschen aus wie das Ding in Nekrolog, weil das hier oben so lang ging, das Bürogebäude, wisst ihr noch? Naja, wir sollen ja zuerst da unten zu dem Typen hin, ne? Dann gehen wir mal gucken. Achtung, vielleicht Jumpscare? Ja. Okay. Ich gehe mal doch erst die anderen Sachen angucken. Obwohl ich kaum glaube, dass wir hier durchkommen. Ohne dass wir bei dem dort unten gewesen sind. Das wird hier alles zu sein, oder? Ne, das ist offen. Ein Schalter. Eine Brechstange. Was macht das, wenn ich den Hebel ziehe oder drücke? Hat das die Tür einfach zu? Was? Irgendwas macht die Düd. Ach, die Tür da hinten ist zugegangen, ne? Ah, hier sind so Laserdinger. Die aber gerade nicht aktiv sind. Okay. Hey, aber wie? Warte mal. Wir gucken mal, wo eventuell kein Geräusch. Hier ist ein Geräusch. Also muss man hier rechts lang? Hier ist aber ein Geräusch. Also. Okay. Okay, ducken. Rechts lang ducken. Mitte springen. Ende wieder. Okay, warte, warte, warte. Nee. Nein. Ducken. Ducken. Also Leute, ich glaube, der Weg ist hier lang. Ducken. Oder warte mal, hier war auch Ducken möglich, ne? Ne, war nicht. Ducken. Dann springen. Ducken. Ducken. Jetzt bin ich aber hier überfragt. Kann man das machen? Warte mal, wir holen mal, wir gucken, ob wir noch zwei Kisten irgendwo haben. Geht nicht. Ach, erzähl mir nicht, dass der Typ unten Kisten hat. Da kommen wir nicht ran.
Nee. Aber ich denke, wir haben das Prinzip schon hinten verstanden. Ich bin gerade nur ein bisschen zu dusselig, die letzte Variante herauszufinden. Also, es war durch. Es war ducken. Es war springen. Es war ducken. Nochmal ducken. Kann theoretisch nur irgendwas sein, was man da vorstellt oder so. Ich denke, wir kommen aber logischerweise nicht drum herum, den Typen dort unten besucht zu haben. Irgendwas hat der, was wir haben müssen, um dort weiterzukommen, denke ich. Mal sehen, was es ist. Vielleicht ist es auch irgendein Staub, wo man die Laser sieht, und das war gerade vollkommen sinnlos, dass ich das alles ohne Sicht ausprobiert habe. Naja, liebe Leute. Ich würde sagen, den dort unten im Keller schnappen wir uns in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss.